Barmherzigkeit reißt Mauern ein. Symbolisch dafür stößt Weihbischof Karl Borsch die Vielzahl von Pappkartons um, die den rund 200 Jugendlichen des Bistums Aachen den Eingang zum Dom versperren. Zuvor bildeten die Kartons eine symbolische Mauer der Gewalt, des Rassismus, der Fremdenfeindlichkeit, von Mobbing und Missachtung. Es ist der Beginn des Aussendungsgottesdienstes der Teilnehmer des Weltjugendtags nach Krakau. Unter dem Motto »Selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden« versammeln sich dort junge Katholiken aus der ganzen Welt zum gemeinsamen Austausch. Es ist heute nicht mehr normal, Christ zu sein und zu glauben. Deshalb müssen wir heute Räume und Gelegenheiten schaffen, wo junge Leute die Erfahrung machen können, wir sind nicht alleine, wir sind eine große Gemeinschaft. Darum ist der Weltjugendtag ein wichtiges Event, eine gute Gelegenheit, diese Erfahrung zu machen. Fast 1 Million Jugendliche nehmen am Weltjugendtag teil. Etwa 300 davon kommen aus den verschiedenen GDGs des Bistums Aachen. Diese haben sich bereits im Vorfeld des Aussendungsgottesdienstes in der Jugendkirche Kafarnaum getroffen, die Weltjugendtagsfahne des Bistums signiert, polnische Vokabeln gelernt und sich so gemeinsam auf Krakau eingestimmt. Der Weltjugendtag findet seit Mitte der 1980er alle 2 bis 3 Jahre an verschiedenen Orten statt. Zwischen dem 16. und 31. Juli dieses Jahres bereits zum 31. Mal. Die Jugendlichen stellen sich die bevorstehende Reise ganz unterschiedlich vor. Ja, so ähnlich wie bei einer Fußball-WM, nur ohne die ganzen Rivalitäten. Einfach viele Menschen, die da zusammenkommen, verschiedene Kulturen, verschiedene Talente, verschiedene Interessen und so. Und ja, einfach bombastisch. Eine schöne, entspannte Atmosphäre, ein Stück weit auch Urlaub. Ist ja auch der Jahresurlaub, ich meine, für mich und ja, einfach eine schöne Zeit. Ich weiß nicht genau, also ich habe nicht so ein genaues Bild, also viel kirchliche Sachen, aber auch halt ein neues Land, neue Stadt und auch Leute kennenlernen, also die Familien, wo wir dann auch sein werden, kennenlernen und so. Ich denke, das Miteinander, also dieses mit Freude zusammen sein, natürlich dann auch den Papst zu sehen, das ist ein großes Ziel. Dann ja, so aus dem Alltag zu entfliehen, einfach eine schöne Woche zu haben, ja. Viel Gebete, neue Leute kennenlernen und ja, hoffentlich viel Spaß. Einer der Höhepunkte innerhalb des Gottesdienstes ist die Segnung und anschließende Verteilung der Pilgerhüte an die Teilnehmer. Außerdem gibt der Weihbischof den Jugendlichen seine Segenswünsche mit auf den Weg. Ich wünsche den jungen Leuten aus dem Bistum Aachen, dass sie eine gute Erfahrung von Gemeinschaft machen, dass sie auch gute Unterhaltung finden, aber auch, dass sie Erfahrung im Glauben machen, dass sie die Gemeinschaft mit Gott und untereinander erfahren, dass sie etwas von der Barmherzigkeit Gottes erfahren vor Ort und selber als Menschen zurückkommen, die barmherzig mit anderen und mit sich selber umgehen.